Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, heute gibt es mal eine, ich sag mal, Sondersendung, eine Art noppige News-Sondersendung, aber es ist halt keine typische noppige News, weil ich möchte eigentlich mal über die neue Lego-Serie Dreams mit euch reden. Ich habe es in den noppigen News absichtlich weggelassen, weil ich halt heute diese Sondersendung hier mache, weil, ja, ich habe auch nicht allzu viel gebaut momentan. Und demnach dachte ich mir, was mache ich für ein Video? Reden wir mal über diese neue Serie. Der ein oder andere hat es jetzt schon in den noppigen News in den Kommentaren geschrieben, warum ich das denn weggelassen habe. Jetzt wisst ihr warum. Ich behandle das heute mal als Extra-Thema, weil ich finde, dass es vielleicht eine Lego-Serie mit Potenzial ist, vielleicht aber auch nicht. Und darüber sprechen wir jetzt und gucken uns all die Sets, die angekündigt sind, an. Nach dem Intro geht's los. Ja, Lego Dreams. Mal wieder eine eigenständige Sache von Lego, die nicht auf irgendeinem Franchise basiert. Also wir haben hier kein Marvel, kein Disney, irgendwas. Harry Potter. Es ist eine Eigenerfindung von Lego. Und das mag ich persönlich immer sehr gerne. Ich bin ein großer Fan eigentlich von diesen Sachen wie Hidden Side, Monster Fighter, Space Police, Kima, all diese Serien, die Lego ja selber erfindet und die wirklich gelungen sind. Ninjago über Jahre ja erfolgreich, obwohl ich ehrlich gesagt früher gesagt hätte, wenn jemand eine Serie rausbringt zu Ninjas, hätte ich gedacht, oh Gott, das könnt ihr auch kein Kind verkaufen. Wer will denn bitte mit Ninjas spielen? Aber ja, so kann man sich täuschen. Lego Dreams ist der neue Wurf, nachdem jetzt Hidden Side ja gnadenlos gescheitert ist. Leider. Ich persönlich fand Hidden Side eigentlich grandios. Dieser Handymüll, der dabei war, den hätte keiner gebraucht. Dieses interaktive Spiel, was der Gedanke dahinter war, völliger Mist. Hätte man eine coole Horrorserie rausgebracht und genau wie hier eine Animationsserie, die wöchentlich bei Super RTL läuft, dazu erfunden. Es gab ja diese Ninjago-Hefte mit den Figuren dran von Lego, die waren wirklich toll, die Magazine. Tolle Comic-Geschichten, hätte man da eine coole Animationsserie gemacht, hätte Hidden Side, denke ich, ein Erfolg werden können, weil die Figuren von Hidden Side waren grandios, die Sets waren grandios. Allerdings, ja, hat es irgendwie nicht gefruchtet. Ich finde es sehr schade. Ich mochte als Kind Horror- und Gruselgeschichten immer sehr, sehr gerne. Apropos Horror, mal was für die Erwachsenen unter uns. Ich habe gestern Evil Dead Rising geguckt und muss sagen, ich habe in letzter Zeit wenig Horrorfilme gesehen, die gut waren. Der hat sich wirklich gelohnt. Cooler Schockerfilm. Wer Bock hat auf einen coolen Horrorfilm, guckt ihn euch an. Besonders wer die Evil Dead-Reihe mag. Hat hier wieder einen etwas ernsteren Film. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und hat echt fiese Elemente. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um Dreams. So, jetzt haben wir lange genug dieses Bild hier gesehen. Wir haben hier das erste Set, die 40657. Das Traumdorf oder Dream Village auch genannt. Was finde ich hier dran jetzt gut? Also ich erstmal meine Gedanken dazu. Dreams ist ja eine Serie, die kommen wird auf Super RTL, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe den Trailer gesehen. Es geht wohl darum, dass die sich in Träume begeben. So ein bisschen Nightmare on Elm Street für Kinder. Und da dann gegen bestimmte Sachen kämpfen. Gegen irgendwelche Bösewichte anscheinend. Dieses typische Thema. Ich finde, das Ganze macht auf mich einen Eindruck, als wenn wir Hidden Side, Ninjago und ein bisschen Lego Video zusammengeschmissen haben. Und so sieht es, finde ich, auch aus. Wir haben hier sehr, sehr bunte Gebäude. Wir haben knuffige, neue, kleine Kreaturen. Hier der Kleine mit dem Zauberhut und der Kochmütze. Die sehen sehr lustig aus, wie ich finde. Die sind für mich auch irgendwie das Highlight von dieser Serie, diese kleinen Figuren, die wir hier so sehen. Das kommt alles im August raus, die Sets wohl, die Serie wohl auch irgendwie die Richtung, bin ich der Meinung, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, und hier sehen wir halt ein Traumdorf. Unter anderem haben wir hier den Helm von Thanos. Wilde Gebäude. Gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ist eine Art Schmiede da, oder ist eine Schmiede, da oben ist ja sogar ein Schmiedebild dran.
Und ein Zauberkesselladen, Zauberladen, eine kleine Bäckerei. Also irgendwie alles querbeet. In den Träumen kann irgendwie alles passieren. Sieht man auch in diesem Trailer. Da kommen jetzt gleich die wildesten Sets. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr das gut findet, ob ihr sagt, nee, das ist wirklich das nächste Hidden Side oder noch schlimmer. Bin ich sehr, sehr gespannt. Gehen wir zum nächsten Set über. Das finde ich nicht ganz so cool. Da haben wir Izzy and Bunchu the Bunny. Ob man es so ausspricht, weiß ich nicht. Hier hinten, warum ich immer so denke, das Ganze erinnert ein bisschen an Lego-Video. Hier so die Haare sehr bunt, die Outfits. Es könnte auch eine Lego-Video-Figur sein. Schwert sehr cool, scheint ein neuer Guss zu sein, also eine neue Form. Sieht sehr, sehr gut aus. Hier unten der kleine Schwarze sieht auch sehr, sehr cool aus. Dieses schwarze Schattenmonster oder was es ist. Und dann haben wir einen großen Brickbuild-Bunny, der auf Rollschuhen fährt. Jo, muss man mögen. Hier sieht man das nochmal. Wie gesagt, der Kleine da mit dem Ritterhelm, wirklich lustig. Auch sie hier eigentlich coole Sachen so dran. Das Schwert ist wirklich richtig gut. Also, ja. Ich denke mal, Kinder mit einer Serie in Verbindung könnten dazu echt Zugang haben und das gut finden. Hier mein persönliches Highlight an Sets: Matteo and the Blob, the Robot. The Blob scheint so ein kleines Blobwesen zu sein und da ist dann halt ein ganzer Mech, in dem er sitzt. Finde ich persönlich ganz cool. Ich mag immer diese Mech-Dinger und das sieht witzig aus. Hier haben wir auch ein Bett, wo einer schläft und eine Spinne damit davonläuft. Was die Serie bringt, ich werde sie mir sicherlich mal angucken, wenn sie dann läuft und werde mir mal ein Bild machen, was uns da so erwartet. Aber das Set hier finde ich wirklich schon mal ganz cool. Hier oben haben wir wieder so eine, ja, Stud-Shooter. Sieht auch ganz nice aus. Die Waffe ist wirklich nett gebaut hier. Der Blaster, was auch immer er da schießt, wahrscheinlich irgendwelchen Schleim und Glibber. Dann geht es weiter mit Grimkeeper, The Cage Monster. Den sieht man auch im Trailer. Eigentlich sieht man all diese Sachen im Trailer. Ah, ist okay. Ist jetzt aber das Set, was mich nicht ganz so vom Hocker haut. Aber das ist wirklich, ja, okay. Wir bekommen zwei Minifiguren. Wir kommen hier wieder diesen The Blob oder wie er heißt dazu. Ist nice. Wie gesagt, könnte auch ein Hidden Side Modell sein, finde ich. Ist halt irgendwie alles sehr, sehr stark gemischt. Man versucht hier, glaube ich, wirklich gerade alle Themen zusammenzuschmeißen und wahrscheinlich guckt Lego, wie es ankommt. Hier ein merkwürdiges Teil. Da haben wir nämlich Mrs. Castillos Turtle Van, also ein ja, Schildkrötenfahrzeug, Campingwagen. Lustiges Ding, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Ich denke mal, das hier hinten, die ältere Dame, ist Mrs. Castillo. Hier wieder so eine coole kleine Figur mit so einem Blobschleim drüber. Das könnte man auch ideal für Ghostbusters nehmen, dass Slimer das abgesondert hat. Wir haben hier, glaube ich, einen neuen Körper, wenn ich das richtig sehe, für Kleider, komplette Kleiderkörper. Also da ist wirklich gar nichts, was sich bewegt, außer die Arme. Und ihr seht auch schon, die Arme sind sehr, sehr anders, weil man so einen Rucksack hat. Witzige Figur. Bin ich mal gespannt. Mal schauen, ob ich die irgendwie in die Hände bekomme. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier oben sind auch neue Palmblätter, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, die gab es aber schon mal in einem anderen Set. Ist ein witziges Teil. Die Farben finde ich ganz schön. Man hat hier dieses typische, wie nennt man das, Sandgreen und ja, weiß. Das sieht in der Mischung immer gut aus. Gehen wir zum nächsten Set, die 71457. Pegasus Flying Horse. Finde ich wieder eins der besseren Sets. Sieht wirklich böse aus. Könnte man auch für Ninjago, Monkey Kid, ja, auch Hidden Side nehmen. Finde ich auch wieder, passt zu allem, besonders hier oben mit diesem bösen Auge. Das ist wieder so ein Set, was überall themenmäßig reinpasst. Hier auch wieder cool, dieser kleine Mann hier unten mit den Drachenflügeln und dieses riesige Pferd mit diesen sehr cool bemalten Flügeln. Sieht nett aus. Ja, der hier in der Mitte erinnert mich ein bisschen an Monkey Kid, so die Bösewichte. Sieht mit seiner Sauron-Krone hier mit dem Auge, sieht auch sehr lustig aus. Also schönes Set, das gefällt mir. Hier haben wir wieder eins, was ich nicht ganz so cool finde. Das Crocodile Car oder Krokodil Auto auch genannt. Wir haben in der Mitte, finde ich, ein sehr, sehr
stark angelehntes Auto, was Richtung Lightning McQueen geht. Heißt der Lightning McQueen aus Cars? Ich glaube ja, ne? Und wir haben hier ein kleines Motorrad und ein großes Motorrad. Ja, auch wieder witzig, die kleine Figur hinten auf dem Krokodil sieht nice aus. Und wir haben, der hier im Cockpit sieht ganz gut aus, ne? Man sieht man leider nicht genau. Aber ja, das Motorrad erinnert stark an das Batman-Motorrad aus dem letzten Set hier, aus der The Batman-Reihe. Das kleine Motorrad ist echt witzig mit dem komischen Fieder drauf. Also die Ideen sind schon lustig. Ob es fruchtet, ob die Kinder darauf Bock haben. Was natürlich bei dieser Serie auch ist, was ich das Empfinden habe, wir haben wieder eine Serie, die in den Grundgedanken, finde ich, von Lego zurückgeht. Das bedeutet, in Träumen kann man alles machen. Das bedeutet ja, wir können hier wirklich aus diesem Krokodil alles bauen, was wir wollen. Das heißt, alte Steine können verwendet werden, um dieses Krokodil noch größer zu machen, Räder ranzubauen. Keine Ahnung, an den Schwanz noch was Größeres dran setzen oder an den Kopf. Also der Grundgedanke ist hier wieder so ein bisschen, in Träumen ist alles möglich. Man kann hier wieder mit Lego viel, viel bauen und diesen Gedanken, was Eigenes zu erschaffen, was aus seinen eigenen Träumen ist, mit den eigenen Steinen dazu zu bauen. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Idee, was ja so der Grundgedanke damals von Lego war, seine eigenen Sachen zu erschaffen. Ist ja ein bisschen eingeschlafen dadurch, dass es sehr, sehr stark vorgegebene Sets sind und ja, die meisten eigentlich wenig daraus eigene Sachen bauen. Hier wieder ein Stable of Dream Creatures. Ich weiß jetzt gar nicht, was Stable heißt. Auf jeden Fall ist es eine, was ist das? Das soll eine Mühle sein, ein Bauernhaus. Finde ich jetzt auch nicht ganz so cool. Hier wieder mein Highlight, die kleinen Figuren, die Pilze da rechts im Bild und auch wieder dieser kleine Blob-Typ da. Den wird man bestimmt günstig kriegen später bei Bricklink, weil er in jedem Set irgendwie fast auftaucht. Scheint eine Figur zu sein, die wir da fast in jedem Set dabei haben. Sieht gut aus. Hier sehen wir das nochmal. Also, ja, auch ein schönes kleines Gebäude. Ich finde es nett. Auch hier haben wir wieder Mrs. Castillo anscheinend dabei. Also viele Figuren werden doppelt verwendet. Das ist natürlich dann wieder nicht ganz so gut. So, kommen wir zu dem Set, was mich wirklich am meisten abholt. Mr. Oz Space Bus. Das Ding ist richtig cool. Da haben wir nämlich irgendwie ein Set, was mich an die Space Police Reihe, die ich ja sammle, erinnert. Und den Bus finde ich mal richtig stark und würde ich wahrscheinlich bauen wollen, wenn ich den mal günstig schießen kann irgendwo. Ich meine, in der Mitte erinnert es wieder stark an den Hidden Side Bus. Der Rest erinnert wirklich stark an Space Police, das große Raumschiff. Dieses Gefängnisraumschiff. Ich finde es eine super coole Mischung. Gucken wir uns hier noch ein Bild an. Die Farbgebung ist cool. Die ganzen kleinen Figuren da drin sind cool. Diese schwarzen Männchen finde ich wirklich mega genial. Diese Körper sind ja, glaube ich, auch wirklich eine absolute Neuheit bei Lego. Diese kleinen Minifigurenkörper da. Hier der Mr. Oz sieht auch cool aus mit seinen Haaren, seiner Augenklappe. Schöne Figur. Für mich das beste Set mit aus dieser Reihe. Das ist wirklich stark. Ich mag diese Space-Themen, die so ja, in eine Richtung gehen, die völlig verrückt sind. Und das gehört für mich dazu. Ist ein schönes Teil und ist auch wirklich optisch richtig gut umgesetzt, wie ich finde. Sieht schick aus. Schön finde ich, wenn hier die Teile wirklich so lackiert sind hier hinten. Dieser Schweif, der ja auch neu ist. Das kenne ich auch nicht, das Teil. Dieses Düsenteil, was da rauskommt, diese Flamme, die so zweifarbig lackiert ist. Das sieht wirklich gut aus. Dann kommt ein Baumhaus, Fantastical Treehouse, die 71461. Kostet, glaube ich, 100 Euro. Ist, finde ich, ja, das schwächste Set in der Reihe. Das holt mich so gar nicht ab. Finde ich wirklich optisch nicht gut. Die Figuren dazu hier, dieses Wesen wieder mit dem Gitter drin, da mit dem Käfig, das gab es ja schon in groß. Ob es das gleiche Wesen sein soll, vielleicht in der kleineren Variante, werden wir dann in der Serie sehen. Aber das Teil hier finde ich nicht so gelungen. Dann wieder ein Teil, was ich gelungen finde. Wir haben hier das Nightmare Shark Ship, anscheinend auch mit so Gefängniszellen unten drin. Erinnert mich auch wieder an Lego Video, Lego Monkey Kid ist wieder eine Mischung aus all dem, aber eine gut gelungene Mischung, muss man wirklich sagen.
Farbgebung mega. Diese Flügel hier oben, diese zweifarbigen mit Violett und Schwarz in diesem Übergang sehen toll aus. Figuren wieder anscheinend, ja, die man auch schon in anderen Sets hatte. Also da wiederholt sich das anscheinend immer ein bisschen. War ja bei Hidden Side ähnlich, da hat man auch immer wieder Jack und die andere gehabt. Aber das Set hier ist wirklich echt nice, muss man sagen. Kostet aber auch, glaube ich, 139 Euro bei Lego, ist das teuerste von allen. Aber auch mit das, ja, hübscheste, muss man so sagen. Auch hier hinten anscheinend diese Kapseln, wo was drin ist, mit durchsichtigen Teilen. Sehr, sehr schick. Diese komischen Flammen haben wir wirklich in jedem Set, in verschiedenen Lackierungen. Bin ich mal gespannt, wie die in echt aussehen. Ich werde mir auf jeden Fall versuchen, ein Set günstig davon zu holen. Es wird wahrscheinlich auf den Bus hinauslaufen. Den finde ich nämlich am besten. Das war's mit meiner Sicht auf Lego Dreams. Es waren alle Sets. Ein kleines Set gibt es wohl noch. Irgendwas mit Spider. Das ist, glaube ich, ein 4-Euro-Set oder so. Ganz klein. Es ist vielleicht ein Polybag oder irgendwas. Das kann man leider noch nicht sehen. Aber ja, wir werden es irgendwann wahrscheinlich dann erfahren, wie es aussieht. Ich bin jetzt sehr auf eure Meinung zu Lego Dreams gespannt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Sorry, dass diese Woche nicht so viel von mir Gebautes kommt. Hab ja aber auch gesagt, dass das jetzt bei mir ein bisschen mit Bauen ruhiger werden wird und ich nicht mehr ganz so viel Bauen und Reviews machen werde wie in der vergangenen Zeit. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir treu bleibt, auch wenn es bei mir ein bisschen ruhiger auf dem Kanal ist. Aber ja, dafür hoffe ich dann immer die Sachen, die ich zeige, dass die auch wirklich dann euch interessieren. Und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ich mache jetzt ja immer sehr viel auch Neuigkeiten-Videos, aber es macht mir Spaß. Ich gucke mir gerne die Sachen an und ich bin auch immer sehr interessiert daran zu erfahren, was ihr davon haltet. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in den Kommentaren, ist natürlich auch immer gut für den Algorithmus von YouTube, in den Kommentaren fleißig Kommentare hinterlasst und was schreibt und auch immer gerne einen Daumen da lasst. Egal ob nach oben oder nach unten, je nachdem wie euch das Video gefällt. Aber ich freue mich natürlich mehr über die Daumen nach oben und natürlich ein Abo, wer es noch nicht getan hat, würde mich auch tierisch freuen. Jo, ich hätte noch ein Set zeigen können, das werde ich dann beim nächsten Mal Freitag mit reinpacken. Von Mattel Creations gibt es da demnächst bei Mattel das Eternia Playset von Masters of the Universe in der Megakonstrux-Klemmbaustein-Variante. Habe ich jetzt in den News leider nicht mit drin gehabt, ich habe die Info auch zu spät bekommen. Die kam per Mail erst nach meinen News, aber wer da Interesse hat, guckt mal bei Mattel Creations vorbei. Da kommt das Eternia-Set mit Buzz of Webster und ja noch ein paar anderen Figuren. Sehr, sehr cool. Ist leider anscheinend ein Mattel Creations Exclusive, aber mal schauen, war bei Snake Mountain auch so, ob es vielleicht dann doch bei Amazon auftaucht oder nicht. Ich werde Freitag euch nochmal von dem Set berichten. Allerdings geht das Montag schon in die Bestellung. Wer da also bestellen möchte, sollte Montag bei Mattel Creations bestellen. Gut, so viel dazu. Wollte es nur kurz erwähnen, wer da daran Interesse hat an Masters of the Universe Megakonstrukt-Sachen. Ich bin durch mit diesem Video. Ich habe alles gesagt. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu Lego Dreams. Ich bin gespannt, wie Lego Dreams einschlägt, wie das mit der Serie weitergeht. Und ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen als habt ein schönes Wochenende. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.